Taco. Mega, liebe ich. Maisfladen, die wir jetzt mit einer Hackfleischfüllung hier belegen. Und dann machen wir einen kleinen Salat drauf. Guacamole. Richtig lecker. Machen wir jetzt zusammen. Braten wir das hier an. Zwiebeln dazu. Mais dazu, nicht zu viel. Bohnen dazu. Je nach Geschmack. Die Salsa rein. Salz. Pfeffer. Schluck Vino. Dann nehme ich mir noch eine Tomate dazu. Zack, zack. Schaut mal. Jetzt machen wir uns eine kleine Salsa. Ein bisschen Mais. Dann nehmen wir auf jeden Fall Chili. Schneiden wir schön runter. Dann gibt es auf jeden Fall eine Tomate. Dann nehmen wir nur das Tomatenfleisch. Die Kerne raus. Schaut mal, schön fein gehackt. Dann kommt die Zwiebel hinzu. Das kann ruhig ein bisschen mehr sein. Eisbergsalat. Und unsere Kräuter. Koriander, Basilikum, Minze ist ganz toll. Ja. Ein bisschen Paprika nehme ich noch dazu. Das Ganze mit ein bisschen Olivenöl träufeln. Und Limettensaft. Schön umrühren, schaut mal. So, und jetzt haben wir so einen richtig schönen, feinen, kleinen Brunoa-Salat. Schön mit Kräutern, Chili dazu, sehr gut. So, für meine Guacamole, zerdrück die Avocado. Mach ein bisschen Salz hinzu, etwas Limettensaft, Chili. So, schaut mal, schon habe ich meine Guacamole fertig. Zack, zack, so schnell geht das. Guck mal. Ich nehme ja hier was von meinem Hackfleisch. Schaut her. Jetzt gehe ich hin und nehme meinen Salat. Schaut mal, seht ihr das? So ist es perfekt. So ist es perfekt. Guacamole obendrauf. Ein bisschen Frischkäse einsetzen. Tofte. Und fertig ist unser Taco. Wirklich alles Taco. Einfach mal probieren. Und wie gesagt, füllen, wie ihr wollt, auch mit anderen Dingen. Aber so geht's am besten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und mucho Appetito.